Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der ÜPOS und unserer Partner darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Also können wir uns nur mit den wichtigen Themen des Tages beschäftigen. Nein, es geht nicht um Gesundheit, um die guten Vorsätze fürs neue Jahr oder andere gesellschaftspolitische Themen. Wir beschäftigen uns lediglich mit den Aspekten, die die Kapitalanlage betreffen. Und so dürfen Sie auch in den nächsten, ich hoffe mal, 40 Minuten die wesentlichen Aspekte aus unserer Zeit mitbekommen. Und vor allem möchte ich auch mal wieder den Aspekt auf das Handwerkliche legen, weil so viele neue Nachrichten gibt es eigentlich gar nicht. Daher können wir uns doch auch auf die Agenda beschränken. Wir blicken zunächst mal auf Altbekanntes im aktuellen Kontext, weil meines Erachtens wiederholt sich vieles von dem, was Sie in den Medien lesen, was die Berichterstatter hier jedes Jahr zum Besten geben. Die armen Journalisten in den Online-Redaktionen, die müssen natürlich im Sekunden-, im Minutentakt Neues produzieren. Wir haben die Wochenmagazine, die jede Woche wieder irgendwas Neues bewegen. Und ob nun die Aktienbewertungen vom 17,3-fachen auf das 17,1-fache gefallen oder auf das 17,5-fache gestiegen sind, meine Güte, damit können Sie keine Auflage machen. Also es braucht doch etwas mehr an Schlagzeilen und Titelbildern. Und von daher kommen natürlich die Nachrichten um China und um Öl wie gerufen. Also wir blicken mal kurz rein. Das habe ich Ihnen ausgeschnitten aus einem regelmäßigen Marktkommentar, den ich sehr schätze, von Howard Marks von Oaktree Capital Management. Und er kommentiert, ich glaube, seit mittlerweile 30 Jahren den Kapitalmarkt. Früher hat man es noch per Post verschickt, heute gibt es als E-Mail, hat auch ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben. Wer das mal lesen möchte, kann mir gerne mal eine E-Mail schreiben. Aber das lohnt sich wirklich mal mehr, als jetzt nur die Schlagzeilen in den typischen Gazetten zu lesen. Also, was sehen Sie hier, die Unterschrift? Wir sehen hier, everything that was good for the market yesterday is no good for it today. Und er sagt ja auch selbst, na, das ist so eine der ältesten Grafiken, eine der ältesten Zeichnungen, die er so in seinen Unterlagen noch hat. Und er ist ja nun wirklich ein altgedienter Veteran an den Kapitalmärkten. Und Sie erinnern sich vielleicht noch an letztes Jahr, da hieß es, also dieser fallende Ölpreis, das ist ja ein Konjunkturprogramm für die Aktienmärkte, weil dementsprechend die Unternehmen günstiger einkaufen, die Energiekosten fallen, das ist positiv für die Unternehmen, weil Ceteris Paribus werden nun die Gewinne steigen und nun ja, 6 Monate später heißt es, der chinesische Aktienmarkt ist gefallen, ja, aber auch vor allem der Ölpreis ist wieder zurückgekommen, weil der Ölpreis gefallen ist, hat der deutsche Aktienmarkt, der DAX, am heutigen Handelstag auch 3% an Wert verloren. Also, Sie sehen es, Sie können das auf verschiedene Zeiten, auf verschiedene Märkte unter unterschiedliche Nachrichtenlagen anwenden. Teilweise schon sehr amüsant, wie unterschiedlich die Gemengelage sich hier doch darstellt. Sie sehen es hier nochmal dargestellt, die Entwicklung des Ölpreises für die beiden relevanten Sorten WTI und Brent entsprechend mal im Verlauf der letzten Jahre. Sie sehen diesen massiven Anstieg hier, da sind wir auf rund 150 US-Dollar das Barrel gelaufen und damals haben wir die ganzen Investmentbanken kommuniziert. Öl steigt auf 200, Öl wird nie mehr billig. Man hat damals viele Projekte vorangetrieben, Tiefseebohrungen, dieses ganze Thema Ölsand in Kanada. Dann kam der Ölpreis zurück, ist quasi implodiert. Sie sehen es hier im Rahmen der Finanzkrise, ging es dann ordentlich nach unten. Und dann haben wir eine gewisse Erholung gesehen und ja, seit einigen Monaten, das sehen Sie hier, führt die Entwicklung nur in eine Richtung, eben nach unten. Und momentan finden Sie kaum eine Analyse, die sich nicht damit beschäftigt, dass Öl ja im Preis wahrscheinlich nie mehr steigen wird und dass wir ein Überangebot haben und dass teilweise auch schon Öl verschenkt wird. Ich glaube, es war in North Dakota, wo natürlich auch entsprechende Ölvorkommen sind, wo man eben so viel unverarbeitetes Schweröl eben hat, dass man nicht abtransportieren kann, dass man sagt, okay, wir sind quasi bereit, das zu verschenken, Hauptsache ist das quasi weg, wir wissen nicht, wohin damit. Also, dieses Thema Ölpreise muss man natürlich im Blick haben, aber Sie sehen, wie sich die Kommunikation hier ändert. Erst war es noch sehr positiv, jetzt ist es sehr negativ. Ich glaube, das ist wieder ein Aspekt, wo man versucht, Nachrichten zu finden, die die Kursbewegungen erklären, weil vielleicht liegt der Rückgang der Aktienmärkte auch einfach daran, dass wir hier eine steigende Risikoaversion der Marktteilnehmer haben. Das ist vielleicht eine nachgelagerte Skepsis der verschiedenen Investoren zum Thema
Anfälligkeit des US-Aktienmarktes für weitere mögliche Zinserhöhungen gibt, respektive vielleicht auch einfach, dass man sagt, naja, wir stellen ja fest, die Margen der US-Unternehmen, die sind auf Allzeit hoch, die können nicht mehr groß steigen. Auf der anderen Seite ist ein steigender US-Dollar schlecht für die exportorientierten US-Unternehmen. Also das geht auch natürlich zu Lasten der Gewinne. Also wir haben ja letztendlich einen gewissen Gegenwind und deswegen glauben wir, dass die Kurse hier entsprechend fallen. Und ja, wenn die Kurse fallen, haben wir tendenziell steigende Bewertung und das könnte durchaus auch ein Grund sein. Aber das Thema Öl lässt sich natürlich gut kommunizieren. Ein weiterer Aspekt, den wir natürlich nicht vernachlässigen sollten, wenn es ums Thema Öl geht. Es gibt ja doch einige Staaten, die ihre Staatsfonds haben, die sich sehr, sehr stark aus den Erträgen aus dem Öl, respektive aus dem Gasgeschäft ja auch gespeist haben. Und wenn natürlich nun diese Staatsfonds Gelder benötigen, um den Haushalt quer zu subventionieren, dann werden diese Staatsfonds Vermögenswerte abbauen. Und das sind natürlich Vermögenswerte, die börsennotiert sind. Dann werden Aktien verkauft, dann werden Anleihen verkauft. Und das führt zu einem steigenden Angebot an Wertpapieren und bei gleichbleibender oder gar fallender Nachfrage werden sich die Preise der Vermögenswerte hier nach unten entwickeln. Und wenn die Vermögenswerte fallen, dann kommen die Risikomanager, die sagen, okay, Preise fallen, wir haben Risikobudgets, wir haben Positionslimite, deswegen drücken wir auch auf den Knopf, die Preise fallen weiter und dann haben wir eben diese starken Ausschläge, die wir aus der Vergangenheit gar nicht kannten. Und wenn Sie das noch mit der neuen Technik, dem High-Frequency-Trading oder dem Nanosekundenhandel kombinieren, dann kommen Sie zu solch massiven Ausschlägen, die natürlich nicht in einen fundamentalen Kontext einzuordnen sind, weil dass das Wachstum in China sich abschwächt, das weiß jedes Kind. Das konnten Sie vor 9 Monaten schon in den Zeitungen lesen, dass wir natürlich auch dementsprechend Effekte haben auf die Rohstoffnachfrage. Das ist auch nichts Neues. Also, wie gesagt, versuchen Sie nicht jede Kursbewegung in einen fundamentalen Kontext hier einzuordnen. Zum Thema Öl. Wenn Sie sagen, ich möchte jetzt in Öl investieren, da muss man sagen, ist leider Gottes ein bisschen schwieriger, weil Sie können nicht direkt in Öl investieren. Öl wird dementsprechend typischerweise am Finanzmarkt über Terminkontrakte gehandelt, also respektive hier über zum Beispiel Futures und der Preis in der Zukunft, der eben durch solche Futures ausgedrückt wird, der ist typischerweise eben höher als der aktuelle Preis. Und wenn Sie nun einen ETC, also einen börsengehandelten Commodity oder auch ein Zertifikat auf Öl erwerben, dann schauen Sie bitte immer ins Kleingedruckte, dann stellen Sie fest, dass sich dieses Zertifikat von der Wertentwicklung auf einen Index bezieht. Das ist meistens der sogenannte nächste Fälligkeitstermin, next nearby oder ähnlich heißt das dann in den entsprechenden Prospektbedingungen. Faktisch zahlen Sie aber nicht heute den Preis, den Öl heute hat an der Börse, sondern Sie zahlen den Preis, der sie im Terminmarktkonstrukt ausdrückt. Und nur wenn der Terminmarktpreis heute niedrig oder anders gesprochen, nur wenn der Preis stärker steigt als das, was heute bereits in den Terminmarktpreisen eingepreist ist, dann machen sie einen Gewinn. Also ganz simpel, die Zahlen stimmen nicht, aber nur zum Verständnis. Öl steht heute bei 30, Öl zur Lieferung in 12 Monaten steht bei 40. Sie kaufen ein Zertifikat, damit zahlen sie den Preis in Höhe von 40 und wenn dann Öl eben zwar von 30 auf 40 steigt, dann haben wir zwar einen Anstieg von 10 Dollar, aber da Sie das ja bereits im Zukunftspreis des Zertifikates bezahlt haben, sind Sie plus minus null, natürlich ohne Kostenberücksichtigung. Also der Preis muss über das steigen, was wir haben. Und das sind sogenannte Rollverluste in der Contango-Formation, die wir da in der Terminkurve sehen. Und wenn Sie mit diesen Begriffen nicht umgehen können, dann muss ich ganz klar sagen, dann sollten Sie keine Ölinvestitionen in Zertifikate tätigen, weil dann werden Sie einfach nur unliebsame Überraschungen erleben. Andererseits kann man sich natürlich überlegen, wie kann ich noch davon profitieren. Das Thema Ölaktien ist natürlich eine Möglichkeit, dann haben Sie diese Terminmarktkonstruktionen nicht, aber auch bei der Investition in Ölaktien haben wir natürlich einen großen Einfluss nicht nur des Ölpreises auf die Entwicklung der Aktien, sondern auch einen starken Effekt durch den allgemeinen Aktienmarkt. Das heißt, Sie sind da nicht so rein in dieser Ölstory investiert, wie Sie sich das wünschen würden. Also von da die Abbildung des Themas Investition in Öl ist nicht so direkt möglich. Man muss immer Umwege gehen und ich bin ein großer Freund von einer Kombination der verschiedenen Möglichkeiten, um auch hier eine gesunde Mischung zu haben. Wie wird es dieses Jahr aussehen oder was ist das, was wir gerade auch an den Kapitalmärkten erleben? Sie sehen es hier auf der linken Seite, habe ich es hingeschrieben, der Fokus der Marktteilnehmer und dann hier oben, wenn Sie so wollen, als eine Außenbande die Konjunktur und unten die untere Außenbande, das die Inflation und aus meiner Perspektive
haben wir einen wechselnden Fokus der Marktteilnehmer, und dieser Fokus, der bewegt sich immer in Wellenbewegungen. Mal schauen die Marktteilnehmer sehr, sehr stark auf die Konjunktur, da sagt man, oh, die Wirtschaftsnachrichten, die sind jetzt aber schlecht, und wenn die Nachrichten schlecht sind, dann ist es ungünstig für die Unternehmensgewinne, und dann verkauft man Aktien. 3 Monate später lesen sie, naja, ist doch positiv, dass die Konjunkturdaten schlecht sind, weil wenn die Konjunkturdaten schlecht sind, wird die Notenbank ja die Zinsen nicht erhöhen oder gegebenenfalls ein neues Anleiheaufkaufprogramm annehmen. Na, dann sind wir natürlich bereit, höhere Bewertungen zu akzeptieren, und in diesen Wellenbewegungen, da sind wir als Investor leider mitgehangen, mitgefangen, und durch die elektronischen Handelssysteme und die Kurzfristigkeit der großen institutionellen Player, die ja teilweise in Bilanzstichtagen denken, kommen dann eben diese sehr starken Wellenbewegungen zustande. Also, momentan sind wir, glaube ich, an diesem Punkt. Das heißt, die Marktteilnehmer schauen momentan sehr, sehr stark auf die Konjunktur. Also das Thema China, was ja für sie auch nichts Neues sein sollte, dass wir hier natürlich eine Abweichung von den offiziellen Daten haben. Ja, die Konjunktur trübt sich ein, der Welthandel geht zurück. Wir werden wieder mehr dieses Thema auch Lokalisierung haben, was darin begründet ist, dass das Thema Digitalisierung und Service-Dienstleistungen überall an Bedeutung zunimmt gegenüber der Produktion. Und wenn weniger produziert wird, dann müssen wir eben auch weniger transportieren. Das hat Auswirkungen auf die Logistikbranche auf internationaler Ebene. Das sehen Sie in den Frachtraten und in vielen anderen Konjunkturindikatoren. Also der Welthandel geht zurück, und dementsprechend auch Einkaufsmanager-Indizes bestätigen das. Typischerweise sind die momentan im Service- und Dienstleistungssektor besser als im verarbeitenden Gewerbe. Der Grund liegt, wie gesagt, in den genannten Fakten. Also Konjunktur trübt sich ein, also sagen die Marktteilnehmer, naja gut, wenn die Konjunktur sich eintrübt, dann gehen die Unternehmensgewinne zurück. Wenn die Unternehmensgewinne zurückgehen, und dann sehen wir letztendlich, dass die Bewertungen der Vermögenspreise zu hoch sind, dann werden Fakten, die seit 12, 15, 18 Monaten bekannt sind, wie zum Beispiel, dass die Margen der US-Unternehmen auf allzeit hoch sind, dass der starke Dollar nachteilig für US-Unternehmen ist, die werden in den Fokus gerückt, und man sagt, na gut, die Bewertungen der Vermögenspreise sind momentan zu hoch, also werde ich tendenziell meine Positionen abbauen. Dann werden wir so ein bisschen diese Entwicklung wieder ein bisschen runterlaufen, und irgendwann werden wir dann wiederum das andere Extrem haben, da haben wir den Punkt hier unten, und dann werden die Marktteilnehmer sagen, na Moment mal, die Inflation spielt ja momentan gar keine Rolle, wenn China über die Ankurbelung seiner Konjunktur und über Investitionsprogramme wiederum in den Markt eingreift, wenn man als China versucht, seine Währung abzuschwächen, dann werden doch die chinesischen Produkte im Ausland günstiger. Wenn die im Ausland günstiger werden, dann exportiert China und vielleicht auch größere Teile Asiens ein niedriges Preisniveau in die Industrienationen. Dementsprechend Inflationsgefahr in den USA, in der Eurozone, absolut kein Thema. Und wenn die Inflation niedrig ist und vielleicht sogar eine Deflationsangst davor kommt, dann sagt man, naja gut, die Notenbanken werden weiter expansiv sein, und wenn die Notenbanken weiter expansiv sind, dann wird auf der realen Zinsfront nichts nach oben steigen, der Anlagenotstand wird sich wieder verschärfen, und dann bin ich auf einmal als Anleger auch wieder bereit zu sagen, naja gut, wenn eine deutsche Bundesanleihe bei 0,5% notiert bei 10-jähriger Laufzeit, dann zahle ich ja das 200-fache der Jahreserträge, dann ist doch vielleicht ein Aktienmarkt mit dem 20-fachen der Jahreserträge gar nicht mehr so teuer. Und dann wird man sagen, na gut, dann sind die höheren Bewertungen eben auch in Ordnung, weil ich habe ja auch eine höhere Rendite. Und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns meines Erachtens so lange in unterschiedlichen Wellen und Zyklusbewegungen, wie wir diese massive Verschuldung auf globaler Ebene haben, wie wir einfach zu viel Sparkapital haben, das momentan keiner sinnvollen Verwendung zugeführt werden kann, und dementsprechend dieser Anlagenotstand, der hier natürlich die Vermögenspreise an verschiedenen Ecken nach oben treibt, und das meines Erachtens das große Thema, deswegen im langfristigen Fokus, das meines Erachtens das in Umfeld, in das Sie die Daten einordnen sollten. Leider Gottes, das kann Ihnen niemand genau sagen, wo sind wir denn momentan genau, und vor allem auch die langfristige Frage, wie soll es denn in dem jetzigen Geldsystem eigentlich zu einer Lösung kommen? Wir bräuchten doch eigentlich mal ein so starkes Wachstum, dass wir wirklich entschulden können, um wieder neu zu investieren, oder wir bräuchten mit dem Stichwort finanzielle Repression sehr niedrige Zinsen, die haben wir, aber gekoppelt mit einer höheren Inflationsrate, weil wenn Sie
0% Zinsen bekommen und die Inflation ist bei 3%, dann haben Sie als Gläubiger einen Vermögensverlust von 3% pro Jahr. Der Schuldner hat eine Einsparung von 3% pro Jahr, aber Inflation lässt sich ja leider nicht auf Knopfdruck produzieren, wenn man das aus Sicht der Schuldner sieht. Und dementsprechend, je länger dieser disinflationäre Druck anhält, desto stärker wird natürlich auch das Risiko, dass wir irgendwann mal über die Neustrukturierung von Vermögenswerten sprechen werden. Und Sie wissen, Neustrukturierung von Vermögenswerten ist jetzt kein Begriff, der uns positiv stimmen sollte. Schauen wir also auf die Aktien. Ein sehr liquider Sachwert. Und das ist auch schon das Problem. Die Aktie als Sachwert, sehr liquide, sehr einfach handelbar über Online-Broker, über Indexfonds und ähnliches. Da kann sehr schnell gehandelt werden. Und Sie sehen mal die Entwicklung im Kalenderjahr 2016 für verschiedene Aktienmärkte auf globaler Ebene. Und leider Gottes, hier ist die Nulllinie und Sie stellen fest, egal ob Sie in Mexiko investiert haben oder in den S&P 500, in Frankreich, in Indien, in Japan oder in US-Technologiewerte, überall ging es ordentlich nach unten. Also der Nachteil der Aktie natürlich hier ganz klar, wir haben eine hohe Liquidität, Sie haben täglich, minütlich, sekündlich in Ihr Portfolio schauen und das sorgt natürlich für Emotionen und der Mensch ist natürlich, entweder ist er auf der Flucht oder er ist auf Angriff gepolt, dazwischen gibt es leider wenig und deswegen diese starken Bewegungen, aber es war schon ein historisch schlechter Start in das Kapitalmarktjahr 2016 und wir stellen vor allem auch fest, selbst wenn Sie Ihr Aktienportfolio global gestreut haben auf der Indexebene, dann haben Sie relativ wenig Risikostreuung bekommen, weil es ging leider Gottes eben überall nach unten. Trotzdem, hier auch nochmal die Bewertung der globalen Sektoren, also eben haben wir Indizes betrachtet, also hier typischerweise eine Länderbrille, die man dabei aufhat. Hier sehen Sie mal die Bewertung nach verschiedenen Sektoren, wie sie ein führender Indexanbieter auch darstellt in der Indexmethodik und das nochmal mit Gewinnschätzungen hier verknüpft und da sehen Sie, ja klar, wir haben natürlich unterschiedliche Bewertungen, also sprich tendenziell je weiter oben wir sind, desto teurer ist es, also hier oben ist es teurer, hier unten die Sektoren sind tendenziell günstiger bewertet und also Sie sehen, auch wenn Sektoren unterschiedlich bewertet werden, hilft das nichts, wenn allgemein die Risikoaversion steigt und Risk-Off das Thema wird, dann wird einfach alles verkauft, da spielt es keine Rolle, was es ist und das leider Gottes die Thematik, die wir haben. Sie bekommen durch die Risikostreuung im Aktienmarkt, auch wenn Sie global streuen, weniger positive Effekte wie noch vor 10, 15 Jahren. Es ist einfach alles stärker vernetzt, wir haben diese Digitalisierung, jeder asiatische Anleger kann heute mit seiner kostenfreien Bloomberg-App schauen, was in Deutschland passiert. Jeder Amerikaner kann schnell schauen, was passiert in den USA und diese Vernetzung plus dieses globale Risikomanagement-Denken führt eben zu diesen starken Bewegungen. Also Unterschiede in Bewertung, die haben wir und aber auch hier, Sie sehen es mal, für die verschiedenen Sektoren sehen Sie auch, es ging leider Gottes überall in eine Richtung jetzt, also nicht nur auf der Indexebene, sondern auch wenn Sie eine Streuung über verschiedene Sektoren des Aktienmarktes hatten, da ging es jetzt pauschal überall nur nach unten. Je nach Sektor wurden da die Gewinne der letzten Monate oder sogar vielleicht sogar der letzten anderthalb Jahre wiederum ausradiert. Und aber was Sie natürlich sehen, ist so die bisschen die Stärke der Bewegung, die ist ein bisschen unterschiedlich. Also wenn wir jetzt hier mal die Versorger nehmen in Rot, die sind vorher hier im Zeitverlauf nicht so stark angestiegen, dementsprechend sind sie auch relativ nicht so stark gefallen. Wir haben andere Sektoren, die sind da bedeutend sensibler und das ist meines Erachtens ein Thema, mit dem man sich als Anleger stärker beschäftigen muss. Ja, Aktien gehören in jedes Portfolio. Die Frage, wie viel in Abhängigkeit der finanziellen Risikobereitschaft und des Anlagehorizontes und im nächsten Schritt muss man sich damit beschäftigen, wie soll es denn abgebildet werden, weil Sie können offensiv in den Aktienmarkt investieren, Sie können defensiv investieren. Mal ganz vereinfacht gesprochen, eine BHP Billiton als zyklischer Rohstofftitel hat offensichtlich andere Risiken als eine Nestle aus der Schweiz, jedoch ein weniger zyklisches Geschäftsmodell verfolgen. Und hier muss man überlegen, was will man haben und welche Kombination macht Sinn. Aber de facto lässt sich für die letzten Wochen und Monate sagen, Risikostreuung weder auf der Index noch auf der Sektorenebene hat sie als Anleger vor Verlusten geschützt. Also da war es schon relativ hässlich, was man hier sehen musste. Aber schauen wir nach vorne und sagen, naja gut,
was ist denn das, was wir wissen? Die letztendliche gibt es keine Studie, die Ihnen nahelegt, dass wenn der Aktienmarkt gestern gefallen ist, dass er morgen steigt oder fällt. Da gibt es offensichtlich keinen Zusammenhang zwischen dem Kurs von heute und dem Kurs von morgen. Also da ist doch viel relativ einfacher, nichts zu prognostizieren. Deswegen mal hier einen langfristigen Kontext. Was sehen Sie hier? Sie sehen das sogenannte Schiller-PI. Also hier geht es darum, dass typischerweise am Aktienmarkt redet man über das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die Amerikaner sagen hierzu Price-Earnings, aber das ist natürlich das Gleiche in grün. Und der Professor Schiller, der auch einen Nobelpreis erhalten hat, der hat im Endeffekt gesagt, naja, es macht ja keinen Sinn, dass wir das immer nur aktuell vergleichen, also die Kurse zu den aktuellen Gewinnen oder auch die aktuellen Kurse zu den auf 12 Monate erwarteten Gewinnen, sondern es macht doch Sinn, das über einen längeren Zyklus zu bereinigen, um die Inflation zu adjustieren, um diese Ausreißer auch rauszunehmen. Und tendenziell, je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis, desto günstiger, ceteris paribus, sind hier die Aktien bewertet. Also, das jetzt mal im Rückblick für eine relativ lange Zeitreihe für den US-Aktienmarkt, S&P 500, also doch ein sehr breiter Index von 1925 bis 2014. Und Sie stellen fest, wenn wir uns die Renditen betrachten, das sehen Sie hier auf der Hochachse dargestellt, das sind die realen Renditen, also die inflationsbereinigten Renditen für einen 10-Jahres-Zeitraum. Und wenn wir sehr günstige Phasen am Kapitalmarkt hatten, also ein sehr günstiges Einkaufsverhältnis, gemessen an diesem Zyklus geglätteten Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann sehen Sie, okay, wenn wir günstig einkaufen konnten, dann hatten wir hohe Renditen in den folgenden 10 Jahren auf realer Basis mehr als 10%. Wenn der Markt wiederum ein bisschen teurer war, dann stellen wir leider Gottes fest, dass die Erträge eben etwas niedriger waren. Und Sie stellen fest, je teurer der Markt, desto geringer waren die realen Renditen für die nächsten 10 Jahre. Ich denke, das ist auch soweit eingängig von der Theorie. Je teurer Sie den erwarteten Cashflow erwerben, desto geringer ist die erwartete Rendite für die Zukunft. Und das ist eigentlich ein relativ guter Schätzer, nicht für die Entscheidung, ob Sie jetzt heute Aktien kaufen sollen oder morgen, sondern für die mittel- bis langfristige Aktienanlage. Und das sehen Sie auch hier nochmal dargestellt, ist immer ein bisschen technisch, aber was sehen Sie hier? Sie sehen hier nochmal die Korrelation, also das zeigt Ihnen quasi, wie gut war denn dieser Schätzer im Zeitablauf, und Zeitablauf sehen wir hier unten auf der vertikalen Achse. Und Sie stellen fest, für kurze Zeiträume, ja, also auf Sicht von 1 Jahr oder auf 2 Jahre oder auf 3 Jahre oder auf 4 Jahre, naja gut, da war jetzt dieses Thema, wie sind momentan die langfristigen Bewertungen, das hat Ihnen keine große Aussagekraft gegeben für die erwarteten Erträge für die Zukunft. Also absolut kein Indikator für irgendein Timing, weil kurzfristig spielen einfach die Emotionen und sonstige Krisen oder unvorhergesehenen Ereignisse eine große Rolle. Aber Sie sehen schon, in einem längerfristigen Zeitraum, gerade in so einer Zeitspanne, wo man sagt, naja gut, vielleicht so ab 8, 9 Jahren bis zu einem Zeitraum von, naja, vielleicht, ich würde sagen sogar, naja, vielleicht 14 Jahre, da kriegen wir eigentlich eine relativ gute Indikation hin. Und Sie sehen schon, da ist bezogen auf die nominalen Renditen, also ohne Einfluss von Inflation. Und wenn wir das nur noch mal ein bisschen justieren um die Inflation, dann stellen wir fest, na, das ist ja sogar noch ein Stückchen besser, das ist jetzt nämlich hier diese braune Linie, und da stellen wir fest, ja, kurzfristig sagt uns das aktuelle Bewertungsniveau eigentlich überhaupt nichts, aber wenn wir wieder in einen längeren Zeitraum gehen, dann sehen wir das eigentlich in einem Zeitraum von, naja, ich würde mal sagen, zwischen 10 und, naja, 17 Jahren, haben wir doch einen sehr hohen statistischen Zusammenhang zwischen der heutigen Bewertung dieses Zyklus geglätteten Kurs-Gewinn-Verhältnisses und den erwarteten Erträgen für die nächsten Jahre. Kurzfristig bringt es uns nicht viel, da ist einfach viel Lärm und Rauschen und Emotionen, und naja, sehr langfristig, abseits der 20 Jahre, sehen wir auch wieder, der statistische Zusammenhang nimmt ab, weil da verändert sich viel, weil ich glaube, auch das ist klar, wenn Sie überlegen, in den letzten 30 Jahren, der technologische Fortschritt, das Internet, Digitalisierung, heute Internet der Dinge, digitale Geschäftsmodelle, die althergebrachte Geschäftsmodelle zerstören, das ist ein Thema, und dementsprechend, was soll die Botschaft hier sein? Diese langfristigen Renditen, diese zyklusgeglätteten Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind ein ganz passabler Indikator, wenn Sie eine langfristige Anlagestrategie entwickeln möchten, und wenn man sagt, okay,
welche Aktienquote macht denn Sinn, welche Märkte machen denn momentan Sinn. Und hier muss man ganz klar sagen, dass der amerikanische Markt momentan der teuerste ist, Europa ist dann auf Platz 2 und der Asien ist momentan am günstigsten. Also das, wie gesagt, für den Aufbau einer langfristigen Anlagestrategie recht gute Indikatoren. Und wenn man das dann noch verknüpft mit dem sukzessiven Aufbau von Aktienpositionen, also dass man beispielsweise sagt, ich möchte 40% Aktien haben in einer gewissen globalen und sektorübergreifenden Strukturierung, dann kaufe ich das aber nicht auf einen Schlag, um nicht das Risiko zu haben, zu einem Zeitpunkt einen Fehler zu machen, sondern ich sage, ich möchte in 2 Jahren eine gewisse Struktur haben und das sind 24 Monate und warum soll ich dann meine Zielaktienquote nicht mit einem zeitlich begrenzten Sparplan aufbauen, indem ich einfach in den nächsten 24 Monaten jedes Jahr für einen gewissen Teil kaufe, sodass ich dann eben meine Zielaktienquote erreicht habe, immer unter Berücksichtigung eben dieser langfristigen Themen, die wir hier haben. Und meines Erachtens ist das schon mal eine ganz gute statistische Belegung dessen, was allen von Ihnen klar ist, im Einkauf liegt der Gewinn. Also, das soll auch hier die Message sein. Und für deutsche Anleger, meines Erachtens ein großes Thema, deutsche Anleger kaufen genauso gerne deutsche Aktien, wie amerikanische Anleger US-Aktien kaufen, weil typischerweise wir kaufen gerne das, was wir kennen. Und man bildet sich natürlich ein, dass man das Geschäftsmodell der Deutschen Bank besser verstehen kann, als das der Bank of America oder Wells Fargo. Wir glauben, dass wir Siemens besser beurteilen können als General Electric, weil Siemens ist uns vertraut, wir haben die Geräte in der Benutzung, es ist ein deutsches Unternehmen, sie lesen häufig in der Zeitung darüber, haben vielleicht Freunde oder Bekannte, die bei diesem Konzern arbeiten, also da gibt es eine gewisse Vertrautheit, die uns so eine Art Kontrollillusion natürlich gibt und Illusion ist natürlich schon ein Begriff, der deutlich macht, okay, da gibt es ein paar Probleme und jetzt kommen wir leider zu dem Punkt, der aus deutscher Sicht meines Erachtens doppelt relevant ist. Was Sie hier sehen, ist der Anteil des deutschen Aktienmarktes am globalen Aktienmarkt. Also Ende 2014, die Daten für 2015 kommen in den nächsten Wochen, hatten wir einen Gegenwert von ungefähr 38,7 Billionen Euro an Gegenwert, an sogenannter Marktkapitalisierung. Und Sie sehen es, der deutsche Aktienmarkt macht lediglich 3% aus. Und wenn wir jetzt als deutscher Anleger eben sagen, ich kaufe mir ein paar Aktien, die ich kenne, dann investiere ich ja nicht mal in den gesamten deutschen Markt, sondern ich suche mir noch einzelne Segmente raus. Also vielleicht kaufe ich 10 Aktien aus diesem Segment. Also sprich, ich investiere sehr, sehr fokussiert in kleine Teile des Aktienmarktes und bin dann eben sehr, sehr stark fokussiert, was sehr positiv ist, wenn natürlich die Aktien, die steigen, aber wenn natürlich hier Deutschland nicht läuft, weil die Schwellenländer sich im Wachstum abschwächen, dann habe ich hier ein Klumpenrisiko. Also sprich, der Amerikaner, wenn der amerikanische Aktien kauft, der kauft den S&P 500 oder den Russell 2000, der noch ein bisschen breiter ist, dann investiert er mehr oder weniger in 50% der globalen Aktienmarktkapitalisierung. Wenn Sie das als Deutscher tun, dann haben Sie eben nur 3%. Und ich glaube, es ist gut nachvollziehbar, dass das eben natürlich ein ganz anderes Risiko darstellt, wenn Sie eben aus den 3% auswählen, als wenn Sie aus den 52% auswählen. Und kommt im aktuellen Umfeld meines Erachtens dazu, dieser Abschwung in China, die Reduzierung des Welthandels, die trifft Deutschland als exportorientierte Nation meines Erachtens besonders stark, weil das Wachstum in den Schwellenländern ändert sich. Wir haben mehr Services und Dienstleistungen vor Ort. Wir sind leider extrem exportorientiert. Wir haben sehr, sehr viele zyklische Geschäftsmodelle, natürlich auch in den deutschen Unternehmen. Und wenn hier sich das Wachstum in den Schwellenländern verändert, im Sinne der Qualität, wenn es sich reduziert im Sinne der Quantität, dann hat das wahrscheinlich Auswirkungen auf die Absatzmärkte, die wir als deutsche Unternehmen hier haben und dann ist der DAX doch relativ großen Risiken ausgesetzt und dazu kommt noch das Gesetz der Zahlen. Der DAX 30 hat 30 Aktien, der S&P 500 hat 500 Aktien und allein aus der Thematik sollte man ja erwarten, dass sie mit 500 Aktien eine bessere Risikostreuung bekommen als mit 30 Aktien. Also deswegen diese China-Thematik, unabhängig von der Meinungsaspekt, schauen Sie mal in mein Portfolio, zu viel Abhängigkeit von Deutschland ist da meines Erachtens momentan ein Risiko. Das heißt, man sollte sich hier auch mal mit dem Thema Depotstrukturierung auf der Aktienseite auseinandersetzen und oft ist das, was Sie nicht so gut beurteilen können, wahrscheinlich ein besserer Beitrag zur Risikostreuung Ihres Portfolios als das, was Sie gut kennen. Die Komponente Währung, ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der jüngeren Vergangenheit. Was Sie hier sehen in der oberen Linie, das ist der MSCI World in Euro. Also sprich, hier haben wir noch die Währungsentwicklung aus dem Euro-Dollar-Verhältnis on top dazu bekommen. In der unteren Linie sehen Sie den MSCI World in US-Dollar, also ohne diese Währungskomponente.
Und wir stellen fest, da liegt eine relativ große Lücke dazwischen, was auch, ich glaube, nachvollziehbar ist. Wenn der Euro gegenüber dem Dollar um rund 30-35% abgewertet hat, dann haben Sie aus der Perspektive, wenn Sie Ihre Fremdwährungsrisiken im Aktienmarkt nicht abgesichert haben, eben diesen Währungsverlust des Euros als zusätzlichen Wertentwicklungsbeitrag on top bekommen. Also sprich, eigentlich hat der Aktienmarkt sich nicht viel bewegt, aber durch die Währungsentwicklung haben Sie einen ordentlichen Bonus bekommen. Und gerade jetzt zum Jahresanfang gibt es hier die ganzen Ranglisten der besten Indizes, der besten ETFs, der besten Investmentfonds und was da alles kommuniziert wird. Aber wie gesagt, man muss da immer ganz genau hinschauen, was war denn davon Währungsbeitrag? Und in vielen Fällen, zumindest dem, was ich so wahrnehme, wird das nicht differenziert genug dargestellt. Man glaubt etwas zu kaufen, weil es sich überdurchschnittlich entwickelt hat und glaubt dementsprechend auch, dass es sich für die Zukunft überdurchschnittlich entwickeln wird. Aber am Ende des Tages kommt das Überdurchschnittliche einfach daher, dass man ein Fremdwährungsrisiko hat, was man nicht abgesichert hatte. Und daher dieser Aspekt Währungsabsicherung, wichtiges Thema. Auch aus folgendem Hintergrund, man könnte ja durchaus argumentieren, dass die aktuelle Gemengelage und die aktuelle Verunsicherung bezüglich China, des Ölpreises und der Deflationsrisiken dazu führen, dass die US-Notenbank ihre Zinsanhebungspolitik verändert, dass man gegebenenfalls sagen wird, wir würden ja gerne erhöhen, aber wir wollen jetzt die Wirtschaft nicht abwürgen. Also, man würde darauf reagieren, dass die Wirtschaft sich abschwächt, abschwächende Wirtschaft, perspektivisch natürlich schon mal nicht positiv für den Aktienmarkt aus einer fundamentalen Betrachtung. Das heißt, Aktien könnten weiter fallen und man würde sagen, na gut, wenn die Zinsdifferenz zwischen Euro und Dollar doch nicht so auseinandergeht, wie man sich das momentan vorstellt, dann wird der Euro gegenüber dem US-Dollar steigen. Was heißt das für all diejenigen, die Fremdwährungsrisiken nicht abgesichert haben? Sie verlieren auf der Aktienseite und sie verlieren auf der Währungsseite. Das heißt, sie haben zwei Risikokomponenten und unseres Erachtens sollte man momentan nicht beide Risikokomponenten gleichzeitig offen haben, weil dann haben sie wirklich zwei Risikoquellen. Auch wenn Sie über Anleihen nachdenken oder über Edelmetall, dieses Thema Fremdwährung ist wirklich als Risikoquelle momentan für alle Vermögensklassen mal zu berücksichtigen und man sollte mal ausrechnen, wie viel Fremdwährungsrisiko habe ich denn insgesamt in meiner Anlagestruktur. Und das trifft Ihre Aktien, das trifft Ihre Anleihen, weil Sie vielleicht auch als Staatsanleihen halten, das trifft aber genauso gut Ihr Edelmetall, was Sie irgendwo in der Schweiz, in Deutschland oder wo auch immer im Zollfreilager, im Tresor oder unter einer massiven Eiche irgendwo vergraben haben. Also wichtiges Thema, damit Sie nicht zu viel Risiko im Portfolio haben. Unabhängig davon, ob Sie sagen, na gut, die Meinung vom Leichtweiß von der Ypos Euro-Dollar ist auch nur eine unter vielen. Ja, da haben Sie recht. Deswegen kommen wir mal von der Meinung zum Handwerk. Beispielsweise, Sie halten einen globalen Aktien-ETF, einen Indexfonds und oder Sie möchten einen erwerben, dann sehen Sie folgende Fragestellung schon erstmal. Soll der physisch replizieren sein oder als Tauschgeschäft, ein sogenannter Swap? Pauschal sagt man immer, so ein Tauschgeschäft ist schlechter. Es ist besser, wenn die Aktien auch wirklich im Portfolio sind. Ja, auf der anderen Seite sind die geswappten als Termingeschäft steuerlich ein bisschen effizienter. Da haben Sie einen Steuerstundungseffekt und in Kombination mit dem nächsten Punkt der Währungssicherung finden Sie in vielen Fällen gar keinen ETF, der sowohl ausschüttend ist, aber auch eine Währungssicherung hat. Also da haben Sie ein gewisses Spannungsfeld, das man sich mal überlegen muss und im Sinne der Einkommensteuer eines oder Abgeltungssteuer eines in Deutschland steuerpflichtigen Anlegers, das macht einen Unterschied, ob Sie einen inländischen oder einen ausländischen Investmentfonds halten und ob der ausschüttend oder thesaurierend ist, weil Sie haben sonst das Risiko, die Gefahr einer Doppelbesteuerung. Also neben den typischen Aspekten, die man sich ja sowieso anschauen sollte, wie der Effizienz des ETFs, der gesamten Haltekosten, Tracking Error und was es so gibt, die anderen drei Punkte, die spielen eine wichtige Rolle und damit kann man das Ganze eigentlich mal durchgehen, um dann hier auch das passende Instrument zu finden. Und obwohl es sehr, sehr viele Indexfonds und ETFs gibt, ich kann Ihnen sagen, wir müssen doch auch manchmal ganz schön lange screenen, bis wir eben auch hier die passenden Instrumente finden, weil das, was auf den ersten Blick sehr günstig erscheint, hat halt keine Währungssicherung. Das, was eine Währungssicherung hat, ist jetzt steuerlich wieder von Nachteil. Also da muss man einfach abwägen und da sind meines Erachtens auch die Anbieter noch gefragt, etwas mehr in die Kommunikation zu gehen und hier auch Informationen und sachlich sauberes Wissen zu vermitteln. Und wie sieht es bei den Anleihen aus? Und natürlich der Inflation. Also kommen wir zur nächsten Vermögensklasse. Hier sehen Sie die Renditen von Staatsanleihen fünfjähriger Laufzeit. Portugal zahlt 1,23%, Slowenien 0,6%, Spanien 0,6%, Irland 0,115%. Und das sind natürlich die Werte vor Kosten, vor Abgeltungssteuer
Und ich glaube, Irland hat jetzt gerade für 10-jährige Staatsanleihen 1,5% gezahlt. Ich glaube, vor ein paar Jahren waren wir noch bei 15%. Also sprich, die Refinanzierungskosten haben sich um 90% reduziert, aber damit auch die Risikoprämie für den Anleger. Und wenn ich mir diese Renditen hier betrachte, dann muss ich doch hinterfragen, ob Rendite und Risiko hier momentan in Einklang stehen und ob vor allem auch das systemische Risiko, was wir in der Eurozone haben, was sich auch durchaus durch die Diskussion bezüglich der Verteilung von Flüchtlingen, bezüglich der Verteilung von Aufgaben, die ja hier auch in der Eurozone und in Europa anstehen, ob das nicht sogar auch Folgen für den Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union hat, mit Folgen auch für Diskussionen um den Euro, das wollen wir mal abwarten. Aber meines Erachtens in den Marktpreisen, in den Renditen, die Sie hier sehen, spielt systemisches Risiko keine Rolle. Und da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, ob das eine angemessene Vergütung des Risikos ist. Und habe es hier überschrieben mit dem Punkt, was ich nicht sehe, interessiert mich nicht. Also Sie sehen hier mal den Anteil der notleidenden Kredite in Italien in Prozent der ausstehenden Kredite. Also roundabout 17% der ausstehenden Kredite sind notleidend. Und da reden wir nicht über eine Volkswirtschaft mit der Größe Griechenlands. Also ohne den Griechen jetzt hier zu nahe treten zu wollen, aber die Probleme, die sich hier aus Problemen im italienischen Bankensystem aufgrund notleidender Kredite ergeben könnten, die haben doch eine andere Dimension als Griechenland. Und von diesen Punkten könnte ich Ihnen momentan eine Vielzahl nennen, die wir hier momentan sehen, die in der allgemeinen Nachrichtenlage um die Flüchtlingskrise einfach total untergehen, die in diesem ganzen Geschnatter bezüglich Ölpreisentwicklung und China, ob jetzt 7,5 oder 6,9 oder offiziell doch nur 3,4, was ist da richtig, wie gesagt, vollkommen vernachlässigt werden. Und deswegen, das muss man natürlich wirklich hinterfragen, ist das angemessen? Und wenn Sie sagen, na gut, interessiert mich ja nicht, ich halte doch keine Staatsanleihen, würde ich zu diesen Zinsen nie tun. Natürlich halten Sie Staatsanleihen. Jeder von uns hält Anleihen, weil jeder von uns hat Geld auf der Bank und die Bank macht nichts anderes, als ihr Geld zu nehmen und dieses Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Und da kaufen die was? Anleihen. Jeder von Ihnen, der eine Altersvorsorge über Versicherungen bedient, der im freiberuflichen Versorgungswerk, der Steuerberater, Rechtsanwälte, Mediziner, Wirtschaftsprüfer drin ist, der hat Anleihen. Also jeder von Ihnen ist in Anleihen investiert und dementsprechend das doch ein Thema, was man meines Erachtens wieder im Griff oder im Blick haben sollte. Das Thema systematisches Risiko in der Eurozone und diese Professionalisierung in Sachen Risikomanagement bei Versicherungen, bei Versorgungswerken, die erhöht durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass man die nominellen Mindestverpflichtungen erfüllen kann, aber vielleicht auch nicht viel mehr. Und mit der Mindestverpflichtung des Versorgungsträgers, also der Versicherung vor Kosten, werden die meisten von uns keinen Vermögensaufbau betreiben können. Auch das muss deutlicher kommuniziert werden. Aber das mit Sicherheit nochmal ein gesellschaftspolitisches Thema, wenn das Zinsniveau auf diesem Niveau verbleibt. Positiverweise momentan keine Inflation zu sehen. Sie sehen hier dargestellt in Blau für die Eurozone, in Orange für die USA, in Grau für Großbritannien die Inflationserwartungen, die man aus den am Markt gehandelten Inflationsswaps ablesen kann für 5 Jahre auf der linken Seite, für 2 Jahre auf der rechten Seite. Und Sie sehen es, nachdem die Inflationserwartungen angestiegen sind, nach dem Anleihekaufprogramm sind wir momentan wieder im Sinkflug. Und das gilt nicht nur für die Eurozone, das gilt auch für die USA. Wir hatten es angesprochen, zum einen natürlich die Dollarstärke, importierte Deflation durch die Importpreise plus natürlich die massiven Rückgänge am Segment der Rohstoffe, sowohl bei der Energie als auch bei den Industriemetallen. Also sprich, Inflation scheint erstmal keine Rolle zu sein, Rolle zu spielen. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, wenn Sie an das Schaubild erinnern, momentan ja, der Fokus liegt auf der Konjunktur. Im Zeitablauf der nächsten Monate wird der Blick wieder mehr auf die Notenbanken gehen und dann wird man sagen, naja gut, die Preise sind gefallen, die Kursbewegungen waren vielleicht ein bisschen übertrieben, weil eigentlich sind die Unternehmen doch gar nicht so teuer im Verhältnis zu den Zinsen, also akzeptieren wir höhere Bewertungen und dann läuft das ganze Spiel wieder in die andere Richtung, dann laufen die Trendfolger wieder hinterher und dann haben wir starke Bewegungen auf die andere Seite. Also was denkt der Markt? Immer wichtiges Thema, weil die Europäische Zentralbank und auch die Fed in den USA, die schauen ja natürlich stark drauf. Deswegen mal ein Denkanstoß zum Thema Risikostreuung im Portfolio. Man kann Anleihen kaufen, hier ein Beispiel von US-Staatsanleihen, die entweder ohne Inflationsschutz sind, also ganz normal nominale Anleihen. Man kann welche kaufen mit einem Inflationsschutz, sogenannte Inflation-Linked Bonds.
Wir haben hier unten in grün diese Break-Even-Inflation-Rate, das ist das, was da momentan in der Differenz eingepreist ist. Und man kann sich momentan durchaus überlegen, das Anleiheportfolio etwas zu diversifizieren. Also warum nicht mal ein paar inflationsgebundene Anleihen dazu mischen? Auch die Wandelanleihen, die sogenannten Convertibles, haben mit der Aktienkorrektur, sind ein gutes Stück zurückgekommen, haben jetzt bessere Kennzahlen. Also sprich, auch wenn Sie nominelle Wertpapiere halten wollen, weil es auch sinnvoll ist, die zu halten, sollte man sich überlegen, wie kann ich das Risiko breiter streuen. Und da gibt es auch im Anleihenbereich, sei es über ETFs oder auch aktive Ansätze, sehr, sehr schöne Möglichkeiten, heute ein breit gestreutes Anleiheportfolio zur Verfügung zu stellen. Und da kann man meines Erachtens wirklich mit den Instrumenten heute eine günstige Konstruktion auch erzielen. Aber das, wie gesagt, auch nur mal als Denkanstoß, weil der Mechanismus der inflationsgebundenen Anleihen auch nicht ganz so simpel, aber nur weil etwas nicht simpel ist, heißt es ja nicht, dass es keinen positiven Beitrag für Ihr Portfolio generieren kann. Also, alternatives Denken, klar, wir sehen es momentan, teilweise die Aktienmärkte, beispielsweise in den USA, gemessen am zyklusgeglätteten Kurs-Gewinn-Verhältnis, Sie haben es gesehen, eher hoch bewertet, Anleihen bringen keine auskömmliche Rendite mehr. Die professionellen Investoren haben nur niedrige Risikobudgets. Irgendwie versucht man ein Profil zu finden im Anlagebereich, was nicht ganz so stark schwankt wie Aktien, aber auch mehr Renditeerwartung hat als die Anleihen momentan. Also alternatives Denken kommt stärker in den Fokus. Und auch hier habe ich Ihnen einfach mal eine Übersicht mitgebracht. Das Ganze sind sogenannte Absolute Return Strategien oder Alternatives. Und was ich Ihnen hier einfach mal zeigen möchte, ist, auch dafür gibt es Indizes, die die verschiedenen Strategien abbilden. Auch das wird eins der Themen sein, dieses alternative Investieren, also sprich mit anderen Strategien in die Aktien, in die Anleihen, in die Währungsmärkte zu investieren, Strategien einzusetzen, die auch an fallenden Preisen profitieren oder von fallenden Preisen profitieren, die auch relative Bewertungsunterschiede nutzen können. Und auch hier sehen Sie mal die Entwicklung für 2015 und da sehen Sie mal hier auf der Indexebene eines doch renommierten Indexanbieters, also sowas wie der DAX für alternative Investments in einer Strategie, die Long Short Equity heißt, ist viel Fachchinesisch, das weiß ich, aber am Ende des Tages wird das ein großer Trend werden, meines Erachtens, auch im ganz klassischen Anlegersegment und nicht nur bei den institutionellen. Da sehen Sie, hey, okay, da hat man auf der Indexebene rund 3% verdient in 2015. Jetzt gehen viele Anbieter, tendenziell natürlich auch dann die Banken, die Finanzdienstleister raus und sagen, hey, wir haben ganz tolle Long-Short-Fonds, aber wir haben letztes Jahr 7, 8, 9 oder 10% gemacht. Und auch hier ist es so, wenn die Renditen stark überdurchschnittlich waren, dann kehren sie leider häufig wieder zum Mittelwert zurück. Also sprich, man sollte nicht einfach nur die Strategie kaufen, die im letzten Jahr die beste Rendite gemacht hat, sondern man sollte sich auch anschauen, wo kam denn die Rendite her, wie war das Risikomanagement, welche Wertbeiträge waren aus der Währung. Also diese Indexdaten sind immer eine gute Orientierung, aber sollten nicht für sich alleine betrachtet werden. Also auch hier gilt, man sollte ein bisschen aufpassen und verstehen, was wichtig ist. Auch das noch ein wichtiges Thema, was wir haben. Korrelation ist einfach der statistische Zusammenhang hier verschiedener Strategien, die wir in einem alternativen Investmentportfolio zusammengepackt haben. Also ist jetzt nur beispielhaft und natürlich keine Empfehlung hier abzugeben. Aber was sehen Sie hier? Sie sehen den Gleichlauf verschiedener alternativer Strategien zum globalen Aktienmarkt. Und tendenziell, je niedriger, desto besser, weil wir wollen das ja als Risiko, als Streuungsinstrument, als Diversifikator, also sprich, wir wollen eigentlich eine geringe Korrelation, vielleicht sogar negativ. Und was Sie hier sehen, ist für diese unterschiedlichsten Strategien verschiedener Vermögensverwalter, dieser Gleichlauf, diese statistische Abhängigkeit zum globalen Aktienmarkt, die ist nicht stabil. Also sprich, das ist nicht so wie beim DAX, wo Sie wissen, da sind einfach 30 Titel mit der höchsten Marktkapitalisierung drin, die wir eben in Deutschland haben. Nein, die Strategien sind unterschiedlich, das Profil wandelt sich und da das Profil sich wandelt, ist auch mal der Beitrag zu Ihrem Portfolio mal etwas größer, mal etwas kleiner. Deswegen muss man das laufend überwachen und sinnvoll zusammenstellen. Und unserer Meinung nach brauchen Sie zwischen 8 und 15 verschiedener Strategien, um hier ein stabiles Ergebnis zu erzielen. Und das macht natürlich Sinn, ein Portfolio zusammenzufassen. Und ich habe Ihnen ja bereits das Modellportfolio im letzten Kapitalmarktausblicken gezeigt. Und wir haben das jetzt auch soweit fast fertig, dass das Ganze als Portfoliolösung zu kaufen sein wird, sodass man diesen Baustein in einem separaten Portfolio sinnvollerweise erwerben kann. Abschließend noch, dass meine momentan Leitlinie, warum Sie keine Meinung benötigen, um richtige finanzielle Entscheidungen zu treffen. Und Sie sehen es hier,
wir brauchen keine Meinung, wir haben einen sachlichen Umgang mit der Sicherheit, der mit Sicherheit sinnvoll ist. Und Sie kennen das Thema, wenn Sie keine Ahnung haben, wie es weitergeht und Sie haben nur zwei Töpfe zur Verfügbar, das ist entweder der Sachwert oder der Geldwert. Entweder ist es da einzuordnen oder es ist eine Mischform. Und wir wissen nicht, wo es hingeht. Für das eine volkswirtschaftliche Szenario bräuchten wir ja Sachwerte, für das andere Szenario eher Geldwerte, wo wir einen stabilen Gläubiger haben. Wenn Sie keine Ahnung haben, wie es weitergeht und Sie sich neutral positionieren möchten, dann würden wir es 50-50 verteilen. Wichtig für beide Töpfe, Risikostreuung. Also bei den Sachwerten, große Anzahl von Aktien über Vermögensklassenfonds und Indexfonds problemlos darstellbar. Verschiedene Regionen, verschiedene Charakteristika, zyklische Titel, weniger zyklische Titel, sogenannte Substanzwerte, sogenannte Wachstumswerte, auch im Aktienbereich haben wir über mittlerweile für Privatanleger sehr schicke und verfügbare Ansätze, Möglichkeiten, das Portfolio granularer aufzustellen zu Preisen, die ich mir vor 15 Jahren, als ich in die Branche gekommen bin, hätte gar nicht hier vorstellen können. Also das ist doch eine positive Entwicklung, ja, was die Preise betrifft, gerade bei den Indexfonds. Und für die Geldwerte gilt das Gleiche. Ja, Ihre Versicherung ist doch schon im Euro und kauft dem mit den Anleihen. Also macht es vielleicht Sinn, dass Sie ein bisschen Fremdwährung halten. Wenn die Anleihen, die Sie halten, eher unter Inflation leiden, dann könnten ein bisschen inflationsgebundene Anleihen oder Wandelanleihen oder Hochzinsanleihen vielleicht ganz sinnvoll sein, weil sie damit ein bisschen mehr Aktienkomponente reinbringen, aber doch immer noch grundsätzlich natürlich in der Gläubigerposition sind. Also Risikostreuung, hier das große Thema und wir können alle darüber diskutieren, ist es jetzt billig, ist es jetzt teuer? Sie haben vorhin diesen Zyklus gesehen, abhängig vom Fokus der Marktteilnehmer haben wir da große Schwankungen und wenn wir nicht sicher sind, ist es jetzt billig, teuer oder preiswert im kurzfristigen Kontext, weil die meisten tun sich sehr, sehr schwer, in diesen langfristigen Zeiträumen zu denken, die ich Ihnen ja vorhin skizziert habe, wo die Einkaufspreise auch eine hohe statistische oder vernünftige statistische Signifikanz zeigen, dann würde ich auch hier sagen, dann würde ich mein Geld gleichmäßig verteilen. Mit 50% setze ich darauf, dass die Vermögenspreise steigen und mit den anderen 50% setze ich darauf, dass ich Strategien verwende, die auch auf relative Bewertungsunterschiede setzen, die in unterschiedlichen Marktformen auch in fallenden Märkten tendenziell, wenn sie schon kein großes Plus machen, zumindest stabil bleiben. Und wenn sie es dann schaffen, in einem vernünftigen Abstand diese ursprünglichen Gewichtungen, also zwischen Geldwert und Sachwert und zwischen dem auf steigenden und auf relative Bewertungsunterschiede setzenden Strategien, das wieder regelmäßig herzustellen, also sich antizyklisch zu verhalten und das alles im Rahmen ihrer finanziellen Risikobereitschaft passiert, dann haben Sie meines Erachtens schon eine Strategie, mit der Sie 95% aller Privatanleger überlegen sind und Sie absolut wenig Stress mit der Thematik haben und sich dementsprechend um andere Sachen im Leben kümmern können. Was tun wir für Sie? Auch das natürlich abschließend noch gesagt. Klar, zunächst gilt es mal, die finanziellen Ziele zu definieren. Wozu lege ich überhaupt Geld an? Geht es um Ruhestandsplanung? Geht es um Schaffung von Vermögen, um die Ausbildung der Kinder zu bezahlen? Muss ich Geld auf die Seite schaffen, weil ich irgendwann nochmal erbschaftssteuerliche Themen habe? Also das muss man definieren. Dann die wichtige Entscheidung zwischen Rücklage und zwischen Kapitalanlage. Also was ist wirklich Geld, was ich kurzfristig benötige? Was ist Geld, was tendenziell 5 Jahre und länger liegt? Das gilt es natürlich zu definieren, weil wenn Sie Rücklagen nur aneinander reihen, dann haben Sie eben keine Vermögensmehrung und überhaupt keine Chance auf eine Vermögensmehrung. Früher war es zumindest nominell noch so, dass Ihr Konto gewachsen ist, aber nach Inflation und Steuern ist da eigentlich auch nicht viel gewachsen und heute haben wir eben nicht mal diesen nominalen Vermögenswertsteigerung. Dann, welche Rendite brauche ich, um meine Ziele zu erreichen? Brauche ich 2%, brauche ich 4%, brauche ich 6%? Das kann man ausrechnen. Das kann man natürlich entsprechend auch zeigen. Und dann muss ich eben schauen, ist diese notwendige Rendite erzielbar und mit welchen Vermögensklassen ist sie erzielbar? Und die Renditen im Anleihebereich habe ich Ihnen gezeigt. Die Einkaufsrenditen sind heute bekannt. Für den Aktienmarkt gilt es mit plausiblen Zukunftsannahmen zu operieren. Auch die habe ich Ihnen vorhin gezeigt. Stichwort Zyklus geglättete Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Dann kommen Sie zu einem Mix von Vermögensklassen. Das gilt es mit der finanziellen Risikobereitschaft abzugleichen. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was man messen kann. Der Marktführer auf globaler Ebene aus unserer Perspektive kommt aus Australien, sind 25 Fragen und meines Erachtens sollte man das tun, bevor man sich mit den finanziellen Fragestellungen auseinandersetzt. Und wenn man den Fragebogen beantwortet hat, kann man auch das eigene Portfolio mit der gemessenen finanziellen Risikobereitschaft abgleichen und stellt dann vielleicht auch fest, vielleicht bin ich doch zu offensiv oder auch zu defensiv unterwegs. Also auch hier, Sie können das im Feedbackbogen ankreuzen, dann bekommen Sie die Zugangsdaten zugeschickt und im nächsten Schritt kann man dann Ihr Portfolio dementsprechend analysieren. Dann
fasst man das Ganze zusammen, welche Klassen, mit welchen Instrumenten, das sollte man schriftlich tun und regelmäßig, tendenziell einmal im Jahr, gilt es, das wieder abzugleichen. Und dann ist natürlich die Frage, wie setze ich das kosten- und steuereffizient bankenunabhängig um? Vielleicht auch nicht alles im Euroraum, ein bisschen was auch im Nicht-Euro-Raum, vielleicht ganz sinnvoll, um auch eine Risikostreuung über die verschiedenen Rechtsräume, respektive Bankensysteme und auch Einlagensicherungssysteme zu haben. Und dann haben Sie eine gute Thematik und dafür stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.